Ja, herzlichen Dank an die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, für diese Grußworte. Sie hat es gesagt, es geht um einen chancenorientierten Blick und eine innovationsfreundliche Kultur. Und genau das ist auch der Anspruch, den wir haben jetzt für unsere Bildungskonferenz. Damit Sie unsere Event-Plattform bestmöglich für sich nutzen können und technisch auch alles klappt, habe ich, bevor wir gleich starten, noch kurz ein paar Hinweise für Sie. In den nächsten 2 Tagen gibt es 2 Bühnen. Einmal die Education Stage, auf der Sie sich aktuell befinden, und die Innovation Stage, auf der jetzt auch das Programm gestartet ist. Außerdem bieten wir Ihnen 7 Workshops an, wo Sie interaktiv sich mit einbringen und mitdiskutieren können. Heute 3 und morgen 4. Dafür müssen Sie sich im Voraus anmelden. Das machen Sie am besten über das Programm, Menüpunkt Programm, und können sich dort noch anmelden. Sollten Sie technische Probleme haben, dann zögern Sie nicht. Oben rechts neben Ihrem Profil ist ein kleiner Pfeil. Dort findet sich der Menüpunkt App Support und dort helfen wir Ihnen gerne weiter, damit mit der Plattform alles technisch funktioniert. Und dann geht es ja darum, dass Sie sich nicht nur berieseln lassen und zuhören, sondern dass Sie auch aktiv diese Konferenz nutzen, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Und dafür gibt es über die Menüpunkte Community und auch Gruppenchat die Möglichkeit zu diskutieren, Best Practices zu teilen und sich aktiv mit einzubringen. Das gilt auch für die Diskussionen, wie wir sie jetzt auch gleich haben. Dafür nutzen Sie am besten den Chat neben unserem Stream und dort können Sie auch Ihre Fragen einbringen. Und damit all die Botschaften und Impulse, die wir jetzt hier setzen, in den nächsten 2 Tagen auch nach außen getragen werden, Reichweite erreichen, freuen wir uns, wenn Sie auch aktiv twittern, und nutzen Sie dafür gerne den Hashtag Bildung23. Dann möchte ich Sie noch auf unsere Partner-Area aufmerksam machen, wo die Partner unserer Bildungskonferenz ihre Angebote vorstellen und auch mit Ihnen in den Austausch gehen. Da herzliche Einladung, unter dem Menüpunkt Partner vorbeizuschauen. Und zu diesem Anlass möchte ich auch noch mal ganz herzlich danken unseren Partnern, die diese Bildungskonferenz ermöglichen, ganz besonders die Premium-Partner. Das sind in alphabetischer Reihenfolge Cornelsen, Microsoft, SAS und Time for You. Herr Rohleder hat es gesagt, heute liegt der Fokus vor allem auf frühkindlicher Bildung, Schule und Hochschule. Und morgen geht es dann ab 10 Uhr weiter mit den Bildungsbereichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, EdTech, Startups und IT-Fachkräftesicherung. Auf der Innovation Stage ist das Programm jetzt gestartet, ganz am Anfang der Bildungskette, mit einer Podiumsdiskussion zum Thema in den Kinderschuhen, Medienkompetenz in der frühkindlichen Bildung, mit Praktikern aus Kindertagesstätten, aber auch einer wissenschaftlichen und politischen Perspektive, um das ganz konkret zu diskutieren. Ich kann Ihnen aber auch genauso gut empfehlen, hier bei uns auf der Bühne zu bleiben, denn hier geht es jetzt politisch weiter und wir widmen uns einem zentralen bildungspolitischen Vorhaben der Bundesregierung aus dem Koalitionsvertrag, dem Digitalpakt 2.0. Der Digitalpakt Schule von 2019, ausgestattet mit 5 Milliarden Euro, war damals ein überfälliger und auch sehr wichtiger Schritt, um Schulen auszustatten. Rund 26.000 Schulen konnten seitdem ihre Netzanbindung verbessern, ihre Gebäude mit WLAN ausleuchten und mobile Endgeräte anschaffen. Neueste Zahlen sind jetzt Ende letzter Woche gekommen und knapp 4 Jahre später sind gerade mal knapp 20% der Gelder abgeflossen. Immerhin sind 79% der Mittel inzwischen bewilligt. In den nächsten Jahren läuft der Digitalpakt Schule aus. Laut Koalitionsvertrag soll es aber ein Nachfolgemodell geben, und zwar den Digitalpakt 2.0. Das ist auch wichtig, damit gerade Schulträger, und das sind oft Kommunen, entsprechend nicht auf Folgekosten sitzen bleiben, sondern entsprechend mit unterstützt werden. Wir kennen aber alle die aktuelle Haushaltslage, und so stellen sich auch Fragen für manche Programme, die angedacht waren. Das wollen wir gemeinsam diskutieren, wie wir es schaffen, den Digitalpakt 2.0 doch im nächsten Jahr umzusetzen, und zwar einen Digitalpakt, der auch wirklich umkrempelt. Und das möchte ich machen mit 4 spannenden Gästen, die mir auch schon zugeschaltet sind. Und so möchte ich begrüßen, da sind Sie einmal in alphabetischer Reihenfolge, zunächst Herrn Jens Brandenburg, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Herr Rohleder hat es gerade schon gesagt, letzte Woche hat Ihre Ministerin Bettina Stark-Watzinger zum Bildungsgipfel eingeladen. Sie waren auch mit dabei, auch auf der Bühne, haben mit zivilgesellschaftlichen Akteuren diskutiert, auch mit LandesvertreterInnen und KommunalvertreterInnen. Und dort ist das Thema Digitalpakt 2.0 auch
auch immer wieder angeklungen. Wir sind gespannt, was der aktuelle Planungsstand in Ihrem Haus dazu ist. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Dann begrüße ich Thomas de Maizière. Sie kennen ihn sicherlich aus seiner bundespolitischen Zeit, unter anderem als Bundesinnenminister und als Bundesverteidigungsminister. Seit November 2018 ist er Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom Stiftung und engagiert sich dort seitdem verstärkt auch für bildungspolitische Themen. Ihre Stiftung, die Deutsche Telekom Stiftung, hat vor genau 2 Wochen ein Papier veröffentlicht mit dem Titel Bildungsnotstand, jetzt wird es wirklich Zeit. Und dort machen Sie 3 Vorschläge, wie wir das Bildungssystem verbessern können. Darauf gehen wir später ein. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass Sie mit dabei sind und ich sage herzlich willkommen. Dankeschön, guten Tag allerseits. Dann möchte ich als nächstes in unserer Runde begrüßen Martina Friedrich. Sie ist Geschäftsführerin für Marketing und Vertrieb bei Cornelsen. Ihre früheren Stationen, unter anderem als Vice President and Chief Marketing Officer für Cloud Europe bei IBM, machen Sie zu einer erfahrenen Marketing-Expertin, die bei Cornelsen jetzt auch für den Digitalisierungskurs zuständig ist. Also auch die Frage, wie digitale Bildungsangebote an die Schulen kommen. Und digitale Lehr- und Lernmaterialien sind bisher ja nicht Teil des Digitalpakts Schule. Deswegen bin ich sehr gespannt, mit Ihnen gleich auch zur Ausgestaltung eines Nachfolgemodells zu diskutieren. Schön, dass Sie da sind. Und last but not least schalten wir einmal nach Hamburg und begrüßen Thies Rabe hier in unserer Runde, Senator für Schule und Berufsbildung der Hansestadt Hamburg. Hamburg ist den neuesten Zahlen nach bundesweiter Spitzenreiter, wenn es um den Abfluss der Mittel geht. 74% der Mittel aus dem Digitalpakt Schule, Basisdigitalpakt, sind abgeflossen. Wir sind gespannt, welche Lehren Sie aus diesem Paket ziehen, aber auch, Sie sind Koordinator der SPD-geführten Länder in der Kultusministerkonferenz. Das heißt, es ist spannend, mit Ihnen auch über länderübergreifende Initiativen im Bildungsbereich zu diskutieren. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag aus Hamburg. Wunderbar. Und wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Fragen haben, sich aktiv in die Diskussion einbringen wollen, dann nutzen Sie gerne den Chat neben diesem Video und ich versuche, diese Fragen bestmöglich einzubinden. Dann lassen Sie uns starten. Der Digitalpakt Schule 2019 war eine Masterprüfung, so muss man sagen, für bildungspolitische Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Wenn man jetzt der Medienberichterstattung letzte Woche folgt zum Bildungsgipfel, dann hat man nicht gerade den Eindruck, dass es um die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern allzu gut bestellt ist. Die ist aber wichtig, wenn wir einen Digitalpakt 2.0 auf die Beine stellen wollen. 2 Tage nach dem Bildungsgipfel letzte Woche, am Donnerstag, tagte die Kultusministerkonferenz und Bettina Stark-Watzinger, die Bundesbildungsministerin, war auch zu Besuch. Herr Rabe, vielleicht an Sie die Frage, wie wurde der Vorschlag der Ministerin, eine Taskforce-Team-Bildung, wo Bund, Länder und Kommunen gemeinsam zusammenarbeiten sollen, stärker die Zusammenarbeit stärken sollen, auf der KMK, in der KMK diskutiert und wie geht es denn jetzt konkret weiter? Ja, der Bildungsgipfel war ein etwas unglücklicher Auftakt, aber die Länder wollen mit dem Bund zusammenarbeiten. Wir haben das gegenüber Frau Stark-Watzinger auch sehr, sehr deutlich gemacht. Und wir wollen in diese Zusammenarbeit künftig auch die Kommunen mit einbeziehen. Denn es ist doch etwas verkürzt, wenn man sagt, da sind immer nur Bund und Länder beteiligt. Gerade bei der Digitalisierung fällt das auf. Die Digitalisierung ist eigentlich Aufgabe der Schulträger. Und das sind dann die Kommunen, nicht alleine Aufgabe der Schulträger, aber doch zu einem großen Umfang. Und eigentlich gehört noch ein vierter Partner dazu. Die einzelne Schule kann auch sehr viel entscheiden über Wohl und Wehe von solchen Programmen. Wir wollen also hier eine solche Zusammenarbeit einläuten. Und wir haben auch das der Bundesministerin mitgeteilt. Und ich habe jetzt schon einen Brief, dass sie einladen möchte zum ersten Gespräch. Also ich glaube, das geht jetzt ganz gut los. Und wir vergessen mal den Theaterdonner in der letzten Woche. Wunderbar. Ich gebe noch einmal an Herrn Brandenburg auch noch mal mit der Frage, was ist sozusagen das Aufbruchssignal aus Sicht des Bundes jetzt aus diesem Bildungsgipfel und wie geht es jetzt konkret weiter? Es gibt wohl eine Einladung. Wer wird alles in der Gruppe sitzen, mit eingeladen sein und wie verbindlich sind dann auch die entsprechenden Entscheidungen? Ja, dieser Bildungsgipfel hat ja nie den Anspruch, ein Ende eines Prozesses zu sein, sondern vielmehr das, was Herr Rabe ja auch gerade skizziert hat, der Anfang eines solchen Prozesses. Und ich freue mich sehr, jetzt die Gespräche der Bundesministerin mit der KMK natürlich jetzt auch, wie Herr Rabe dargestellt hat, die Gespräche, die jetzt eingeläutet sind, auch die gemeinsame Bereitschaft,
da voranzugehen. Insbesondere ging es uns ja auch darum, wirklich die kommunale Seite mit an Bord zu haben, auch stärker als in der Vergangenheit bei Programmen gemeinsam auch mit der Zivilgesellschaft, mit der Bildungswissenschaft zu sprechen. Und ich glaube, das ist eigentlich allen Beteiligten sehr klar, dass wir die großen Herausforderungen in der Bildungspolitik, wo wir zwar trotz weiterer Investitionen, die Zahlen sind ja wirklich in den letzten Jahren gesamtstaatlich nach oben gegangen, es nicht erreicht haben, dass wir unser Bildungssystem, dass wir die Trendwende schaffen, auch weltweit an die Spitze zu gehen. Wir kennen die Herausforderungen während der Pandemie, die einiges nochmal verschärft haben, auch momentan die absolute Spitzenleistung, die wir im deutschen Bildungssystem leisten, mit über 200.000 ukrainischen Schülern und Schülerinnen, die bei uns integriert werden, die Digitalisierung, über die wir sprechen, und vieles mehr. Und das wird uns alles nur gelingen, wenn wir über alle föderalen Ebenen hinweg gemeinsam an einem Strang ziehen und wirklich auch mit den zivilgesellschaftlichen und auch wissenschaftlichen Akteuren gemeinsam. Und wenn das jetzt so der Auftakt ist für diesen Prozess, das gemeinsam anzugehen, dann glaube ich, kann das ein großer Erfolg werden. Was ich jedenfalls sehe, ist nach all den Jahren, wo außer Corona, Klimawandel und Krieg doch in den Medien sehr wenig an weiteren Themen diskutiert wurde, dass zumindest die Aufmerksamkeit für das Thema, auch das Bewusstsein, dass Bildungspolitik und Investitionen in Bildung, auch die strukturellen Fragen, einen sehr viel größeren Stellenwert in unserer Gesellschaft und Politik insgesamt benötigen, dass das in den letzten Tagen deutlich gestiegen ist. Das sind gute Signale. Die Medien haben auf jeden Fall viel über das Thema Bildung gesprochen. Herr Brandenburg, wenn ich noch mal einmal nachhaken darf. Also der Prozess soll jetzt angestoßen, es soll enger zusammengearbeitet werden. Aber findet das Ganze statt wirklich in einem neuen Rahmen? Gibt es so eine Art Taskforce oder ist es sozusagen einfach das gemeinsame Verständnis darauf und es bleibt dabei, dass die Bundesministerin auch oft in der KMK mit eingeladen ist? Also die Einladung ist ja ausgesprochen. Es ist gut, dass jetzt auch Bund und Ländern über Details, wie das genau und wo das aufgehangen wird, jetzt erstmal auch vertraulich miteinander sprechen. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass wir diese Gespräche jetzt nicht hier über öffentliche Videokonferenzen führen. Aber ich habe den Eindruck, dass alle wirklich gewillt sind, über genau diese Themen zu sprechen. Und es ist auch klar, dass wir natürlich bei den Themen, die aktuell anstehen, beispielsweise das Thema Startchancenprogramm, viele weitere Bund-Länder-Kooperationen, auch der Digitalpakt beispielsweise, wie es damit weitergeht, dafür gibt es separate Stränge, da wird darüber gesprochen, aber die übergreifenden Fragen, wo genau man das spricht, das wird man jetzt mal gemeinsam vereinbaren, aber die Einladung, wie gesagt, steht. Und ich nehme sehr positiv wahr, dass auch viele andere Akteure jetzt gesagt haben, einschließlich der Länderseite, dass sie einen Diskurs suchen wollen. Wir sind gespannt, was wir da noch hören. Sie haben es angesprochen, der Zustand auch unseres Bildungssystems, gerade im Schulbereich. Herr de Maizière, ich habe gesagt, Ihre Stiftung, die Deutsche Telekom Stiftung, hat vor 2 Wochen ein Papier zur Reform unseres Bildungssystems veröffentlicht. Und darin schreiben Sie, wir stehen in Deutschland vor den Trümmern eines nicht reformfähigen oder willigen Bildungssystems. Glauben Sie nicht an den Willen von Bund und Ländern, unser Bildungssystem zu reformieren? Und wenn nicht, wie kommen wir aus Ihrer Sicht aus diesem Stillstand raus? Naja, was ich jetzt eben gehört habe und in den letzten Tagen, sind gute Signale. Die Regierung ist jetzt 1,5 Jahre fast im Amt. Und sie wollte in der Koalitionsvereinbarung einen Föderalismusdialog führen. Jetzt kommt es in Gang. Ich halte es für richtig, wenn der Rabe sagt, gucken wir mal nach vorne. Aber jetzt geht es nicht nur darum, zu diskutieren, wer mit wem diskutiert, sondern über die Frage, worüber eigentlich. Mit einem straffen Zeitplan und Projektstrukturen. Und dabei geht es nicht nur um Bund-Länder-Finanzbeziehungen, da kommen wir vielleicht ja gleich noch drauf, sondern auch über viele andere Themen, die angepackt werden müssen. Wir haben mit unserem Vorschlag ja auch nur einen Ausschnitt aufgegriffen und vieles von dem, was wir vorschlagen, ist übrigens in Hamburg, wo es ein bisschen leichter ist, Herr Rabe, weil Sie ein Stadtstaat sind und von daher Schulträger und Dienst für Lehrer in einer Hand ist, ist auf dem Wege, umgesetzt zu werden. Deswegen, glaube ich, steht auch Hamburg jedenfalls im Verhältnis zu früheren Zahlen ganz gut da. Wir brauchen mehr Freiheit für die Schulen. Wir müssen die Schulleitungen entlasten. Wir brauchen sogenannte multiprofessionelle Teams. Das heißt, dass für Verwaltung und IT nicht irgendwie der IT-Lehrer, der Mathematiklehrer vom Schulleiter per Hand auflegen zuständig gemacht wird. Und wir brauchen mehr Entscheidungsräume für die Schulleitung und dann spielt sicher das Thema Arbeitszeit für Lehrer mal eine Rolle, aber das ist, glaube ich, heute in diesem Zusammenhang nicht zu vertiefen. Und was die Digitalisierung angeht, schließlich ist es eine Bitkom-Konferenz,
Ich glaube, die technische Ausstattung hat schon einen Schub bekommen durch den Digitalpakt und durch Corona. Aber das Umgehen damit, darauf kommt es jetzt an. Die Länder haben ja aus Gründen, die ich nie ganz verstanden habe, diese Zentren für digitales und digital gestütztes Lernen sozusagen nicht zustande kommen lassen, weil sie sagen, unsere Landesinstitute können das besser. Dann hat der Bund einseitig eine Ausschreibung gemacht, ohne die Länder zu informieren. Solche Sachen, die müssen aufhören. Wir müssen auch jetzt kommt ChatGPT um die Ecke und verändert auch pädagogisch viel. Also es geht nicht nur um die Frage, wer zahlt wie viel, sondern es geht auch darum, wie nutzen wir jetzt Digitalisierung im Unterricht auch ohne Corona. Ja, Frau Fittrich, an Sie auch die Frage. Herr de Maizière ist auf einzelne Punkte eingegangen, auch aus seinem Papier. Wie steht es aus Ihrer Sicht um den Zustand unseres Bildungssystems, auch mit Blick auf die Digitalisierung und da die Zusammenarbeit von Bund und Ländern? Ich denke, der erste Digitalpakt hat schon sehr, sehr gute Weichen gestellt. Jetzt geht es tatsächlich um die Verstetigung und die Konstanz eigentlich für die Ausplanung und die Gestaltung auch im nächsten Digitalpakt 2.0. Und ich glaube, dass die Zeit, die Thomas de Maizière jetzt auch gerade nannte, ist wahnsinnig wichtig. Wir müssen schneller agieren, wir müssen schneller reagieren, weil die Problematik ja in jedem Jahr 47.000 Schüler ohne Abschluss aus dem Bildungssystem entlässt. Jedes Jahr eine weitere vierte Klasse in die mittleren Schulformen entlässt, mit nicht ausreichenden Lese-, Schreib- und Rechenkenntnissen. Und es ist ein Zustand, der einfach von der Zeit drängt. Das nächste ist sicherlich, dass wir uns, glaube ich, auch nach den Diskussionen der letzten Wochen einig sein müssen, wie groß das Problem ist und eine Vereinheitlichung auch der Problemsicht nochmal darstellen müssen, sodass wir in den Diskussionen um eine Ausgestaltung der Investitionen in Bildung und dann auch in der Folge Digitalpakt 2.0 nicht in die Situation kommen, dass wir die Probleme, die wir in der Bildung haben, gegenseitig ausspielen. Ist der Sanierungsstau wichtiger als die Digitalisierung? Ist die Digitalisierung wichtiger als möglicherweise das Lehrkräfteproblem? Wir sind in der Situation, dass wir ein Bildungssystem haben, das massiv an mehreren Säulen eigentlich krankt und repariert werden muss. Und zwar tatsächlich strukturell. Und vielleicht noch die eine Ergänzung, der erste Digitalpakt hat uns eine gute Hardware-Infrastruktur auch schon in der Breite ermöglicht. Jetzt geht es um die Kontinuität für die Schulträger, tatsächlich dann auch Mittel und Wege zu haben, Geräte zu ersetzen, Geräte zu verwalten, Stichwort IT-Administration, Stichwort dann, was auch noch dazu kommt, ist, wie bringe ich diese Digitalisierung in einen Unterricht, in ein didaktisches Format, das mit digital Präsenz nach Corona in einen hybriden Ablauf gebracht werden muss. Und dabei sind die Lehrkräfte ganz, ganz wichtig. Und auch die Investition in die Lehrkräftefortbildung ist eine wichtige Komponente, um Digitalisierung auch in die Anwendung zu bringen, sodass am Ende des Tages die es tatsächlich brauchen und die den Nutzen haben müssen, nämlich die SchülerInnen, den Mehrwert haben, dass sie individuell durch den Einsatz der Digitalisierung auch gefördert werden. Ja. Viele der Punkte greifen wir auch gleich nochmal auf, wenn wir über die Ausgestaltung sprechen. Aber Sie sagen ganz klar, es braucht jetzt wirklich Tempo, auch bei der Umsetzung, dass wir ein Nachfolgemodell haben. Deswegen einmal an Herr Brandenburg die Frage, wo genau stehen wir denn aktuell bei den Planungen um einen Digitalpakt 2.0? Werden wir ihn im nächsten Jahr bekommen? Also vielleicht erstmal zur Einordnung. Es gibt ja zwei Baustellen, die wir uns zum Digitalpakt im Koalitionsvertrag auch gemeinsam vorgenommen haben. Das eine ist nochmal im laufenden Digitalpakt nochmal beschleunigt, die Mittel dann auch verwenden zu können. Da gibt es erfreuliche Nachrichten jetzt auch aus dem letzten Jahr, dass inzwischen aus den 5 Milliarden Basis-Digitalpakt 80% der Mittel gebunden sind. Das heißt schon oftmals schon umgesetzt, aber mindestens klar ist, was genau mit diesen Mitteln passiert. Da ist also im letzten Jahr nochmal eine große Aufholjagd gelungen. Es sind 26.000 Schulen, die in der Tat primär von der technischen Ausstattung davon profitiert haben. Es war kein Selbstläufer, auch an der Stelle gut, dass wir da mit Ländern und Kommunen wirklich einen engen Austausch auch insbesondere im ersten Halbjahr schon gesucht haben. Und parallel gehen wir jetzt verstärkt auch
seit November mit den Ländern gemeinsam das Thema Vorbereitung Digitalpakt 2.0 an, im Moment mit zwei Schwerpunkten. Also einerseits nochmal mit einer Art Bilanz dessen aus dem Digitalpakt Schule, gewissermaßen dem 1.0. Wo stehen wir da? Wo sind auch weitere Bedarfe? Und ein zweiter Strang schaut sich insbesondere auch die rechtlichen Grundlagen an. Denn was wir sehen ist, es gibt eigentlich eine breite Erkenntnis. Sie haben es ja eben auch betont, es geht in digitaler Bildung nicht nur um die Technik. Die Technik ist wichtig und Sie brauchen natürlich schnelles Internet, ordentliche Ausstattung, so wie Sie auch Strom und Wasser an den Schulen brauchen und Tische und Stühle. So gehört das natürlich als Grundausstattung ganz genauso mit dazu. Aber entscheidend ist doch eigentlich, was mit diesen Geräten passiert. Wenn auch auf den neuen digitalen Whiteboards beispielsweise dasselbe passiert wie vorher auf der Kreidetafel, dann haben sie an sich erstmal pädagogisch-didaktisch keinen Mehrwert. Und deshalb legen wir darauf einen Schwerpunkt. Das ist im Rahmen des Artikel 104c momentan mit sehr, sehr großen Hürden verbunden, die Ausgestaltung der Finanzhilfe. Übrigens auch mit vielen Folgewirkungen, die vor Ort dann immer als bürokratische Auflage ankommen. Aber vieles liegt eben an diesem Konstrukt, was wir in der Verfassung momentan nutzen. Und da sprechen wir tatsächlich sehr ergebnisoffen darüber, ob nicht auch möglicherweise an einer anderen Stelle im Grundgesetz auch andere Möglichkeiten bestehen. Das sind ergebnisoffene Gespräche, die aber viele Folgewirkungen für das haben, was am Ende nötig und unmöglich sein wird. Ich würde als letzten Punkt aber nochmal hervorheben, wir sind ja parallel nicht untätig. Also die Kompetenzzentren, die Herr de Maizière eben angesprochen hat, die gehen jetzt an den Start. Wir haben die Grundlage im letzten Jahr dafür gelegt. Jetzt in den kommenden Monaten mit den MINT-Fächern fangen wir an. Da geht es ja gerade darum, das Best Practice und das, was wir aus der Wissenschaft wissen, was gut funktioniert an digitalem Unterricht, das sehr viel schneller in die Lehrkräfte Außenweiterbildung in der Fläche in den Ländern auch zu bekommen. Diese Schnittstelle hat bisher gefehlt. Und daher, de Maizière, würde ich Ihnen an einer Stelle widersprechen. Ja, es ist zwar so, dass der Bund das jetzt alleine finanziert. Das hat mit dazu beigetragen, auch jetzt schneller zu einer Lösung zu kommen. Aber es ist keineswegs so, dass wir da gegen die Länder arbeiten oder Länder gegen uns. Vielmehr ist es wirklich gelungen, an der Stelle auch gemeinsam diese Notwendigkeit zu erkennen. Und wir erleben da große Unterstützung, dieses Angebot natürlich auch so zu nehmen, dass das nicht irgendwo im Papierkorb landet, im digitalen Orbit, sondern dass auch tatsächlich von den Außenweiterbildungseinrichtungen der Länder genutzt wird in der Fläche. Das wird die große Aufgabe für die nächsten Monate. Vielen Dank, Herr Brandenburg. Da möchte ich aber doch noch mal einmal nachhaken. Sie sagen, Sie gehen verstärkt in die Gespräche, auch mit den Ländern, in die Vorbereitungen. Sagen, es kommt nicht nur auf technische Infrastruktur an. Das ist ja auch das, wo die Rufe laut werden, auch eben darüber hinaus pädagogische Konzepte, Qualifizierung der Lehrkräfte mitdenken. Dennoch frage ich mich erstens, das Förderprogramm läuft nächstes Jahr aus. Das heißt, es braucht ja irgendein Anschlussmodell, damit die Kommunen, damit die Schulträger auch wirklich Planungssicherheit haben. Und zweitens, wir kennen die Haushaltslage. Sind wir dann überhaupt in der Lage, ein noch größeres Paket auf den Weg zu bringen als der Digitalpakt Schule, der neben Infrastruktur und Hardware sozusagen auch eben digitale Lehr- und Lernmaterialien mit abdecken kann? Ja, Sie haben ja erwähnt, bis einschließlich nächstes Jahr läuft der aktuelle Digitalpakt ja. Also insofern sprechen wir dann über die Zeit danach und momentan, wie gesagt, über die konzeptionellen Fragen. Aber natürlich wird das auch haushalterisch weiter ein Thema sein. Mhm. Ja, da ist momentan ist da weder länderseitig noch bundesseitig genau die Größenordnung definiert. Aber es ist richtig, weil das ja genau von diesen Fragen abhängt. Also gelingt es uns da möglicherweise eine andere rechtliche Grundlage zu finden? Wie genau ist dann künftig die Aufgabenteilung? Welche Elemente werden von Bund, von Ländern, von Kommunen übernommen? Das muss ja am Ende alles ineinander greifen. Ja, dann nehmen wir einmal die Landesperspektive mit rein. Die Gespräche laufen, die Vorbereitungen. Herr Rabe, welchen Eindruck haben Sie momentan von den Vorbereitungen und worauf kommt es aus Ihrer Sicht beim Digitalpakt 2.0 an? Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist erstmal in der Öffentlichkeit auch einen Eindruck davon zu gewinnen, was das eigentlich bedeutet, Digitalisierung von Schule. Ich habe früher in der freien Wirtschaft gearbeitet. Ich habe eine Redaktion geleitet mit 50 Mitarbeitern. Ich habe es geschafft, in 8 Wochen die komplette Redaktion zu digitalisieren und wir schrieben vorher auf elektrischer Schreibmaschine. Das ist aber etwas anderes. Wir reden hier über 10 Millionen Schüler, 1 Million Lehrkräfte. Wir reden über 40.000 Schulen in Deutschland. Wir haben es in der Corona-Pandemie nicht mal geschafft, dass 400 deutsche Gesundheitsämter dieselbe Software verwenden. Und gleichzeitig wird in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt,
Wenn ich innerhalb von einem Jahr 40.000 Schulen nach demselben Muster arbeiten, dann hat der Föderalismus versagt. Ich darf auch noch mal daran erinnern, es war vorhin da die Rede davon, was wir früher alles gemacht haben. Die Schulpolitik und die Schulwelt ist allein vom Finanzvolumen doppelt so groß wie die Bundeswehr, was die Beschäftigten angeht, noch weitaus größer. Und da merkt man, das ist etwas anderes, wenn man so Riesensysteme umkrempeln will und verändern will. Und ich bin doch ein bisschen angefasst darüber, dass immer der Eindruck erweckt wird, wir wollen hier einen Edeka-Laden mal eben in der Kasse umstellen. Sondern dieses ist eine Riesenveränderung, tiefgreifend mit 1 Million in der Regel verbeamteten Menschen, die das auch tragen müssen. Und vor dem Hintergrund bitte ich doch auch darum, nicht die Erwartung zu schüren, dass wir hier einen Lichtschalter umlegen und dann ist alles ganz anders, und als es jemals war. Auch erst recht vor dem Hintergrund, dass wir so ganz nebenbei 2 Flüchtlingskrisen hatten und die Aufnahme von mehreren 100.000 Kindern bewerkstelligen mussten, die überhaupt nicht Deutsch können, dass wir den Ganztag einführen sollen in allen Schulen und dass wir auch noch das Problem haben, dass Kinder immer schlechter lesen können. Das sind alles Herausforderungen für ein System. Da muss man auch ein Stück weit gucken, wie man das gut hinbekommt, aber auch nicht überzogene Erwartungen wecken. Und wenn es ums Geld geht, dann ist es richtig, wenn Herr Brandenburg sagt, wir brauchen beides. Wir brauchen den guten Willen, das auch richtig zu machen. Dafür braucht es auch Know-how, Kompetenz. Also müssen die Länder mit ihren Lehrkräften arbeiten und so weiter. Aber natürlich brauchen wir auch Geld. Und wenn wir mal wirklich über das Geld reden, die Bertelsmann Stiftung hatte sich mal bemüht, herauszufinden, was es wirklich kosten würde, würden wir ein voll digitalisiertes Schulsystem machen. Daraufhin haben alle einen solchen Schreck gekriegt, dass man die Zahlen nie wieder in den Mittelpunkt gestellt hat. Aber da war die Rede von 5 Milliarden per anno. Wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren jedes Jahr vom Bund 1,3 Milliarden bekommen. Das endet nicht Ende nächsten Jahres, sondern Mitte nächsten Jahres. Und natürlich gehört auch dazu, dass wir die Strukturen weiter verbessern müssen und dass wir Geld brauchen. Bisher sind vom Bund eher zurückhaltende Signale gekommen, die ich bisher so interpretiert habe, dass der Bund uns weniger Geld für die Digitalisierung zur Verfügung stellt, als es in der Vergangenheit war. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Das werden die Verhandlungen zeigen. Aber das gilt es auch zu thematisieren. Wir Länder haben aber auch eine große Aufgabe. Da hat Herr de Maizière recht. Wir müssen verflixt noch mal vorankommen, wenn es darum geht, auch unsere Lehrkräfte mitzunehmen. Und das kann man tun. Da müssen wir sicherlich auch noch mehr tun. Aber wir müssen auch nicht so tun, als sei das der einzige Baustein. Wir haben viele, viele Bausteine. Und jeder kann dort, wo er steht, ob es der Bund ist oder die Schulträger, also die Städte und Gemeinden, die für die Ausstattung, die sächliche Ausstattung zuständig sind, oder wie Kultusminister, die für Lehrpläne zuständig sind. Jeder kann an der Stelle, wo er ist, tatsächlich etwas tun. Und da müssen wir alle, glaube ich, auch mehr tun. Aber umgekehrt, wir müssen im Mitte nächsten Jahres einen Anschluss haben für die Förderprogramme. Ja, vielen Dank, Herr Rabe, mit klaren Appellen auch. Es ist definitiv ein Mammutprojekt und doch geht es ja darum, Kinder und Jugendliche schon früh darin zu stärken, selbstbestimmt und sicher sich in einer digitalen Welt zu bewegen. Ich sehe, Herr de Maizière möchte sich dazu äußern und vielleicht, Herr de Maizière, darf ich Ihnen auch noch eine Frage mitgeben aus dem Chat. Da geht es darum, wie auch die Kommunen stärker einbezogen werden können, auch innerhalb der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten, Herr de Maizière. Ja, dazu wollte ich mich auch gerade äußern. Das Gespräch begann ja mit der Frage, dass jetzt Bund und Länder mit den Kommunen in neuer, sagen wir mal, Kultur der Zusammenarbeit zusammenarbeiten wollen. Jetzt, dann hat Herr Brandenburg so etwas verschämt von rechtlichen Grundlagen gesprochen. Auch im Klartext heißt das, es muss sehr schnell Klarheit darüber bestehen, besteht eine grundsätzliche Bereitschaft, das Grundgesetz zu ändern, ja oder nein? Wenn man das ändert, ist das eine große Baustelle, muss man sich auch sputen. Und das ist hoch umstritten. Und das werden auch die Ministerpräsidenten nicht stillschweigend betrachten, sondern, und auch nicht der Bundesfinanzminister, sondern dann ist das, ich halte das für total richtig, weil die Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern ist im Moment extrem chaotisch geregelt. Niemand ist damit zufrieden. Oder aber man sagt, nein, die Baustelle ist zu groß. Wenn diese Baustelle zu groß ist, muss ich mit den bestehenden grundgesetzlichen Grundlagen arbeiten. Und da steht nun mal im 104c Grundgesetz drin, dass es sich um Investitionen handelt. Das ist schon mal dann schwierig mit der Fortsetzung der Zusatzvereinbarung IT-Administratoren. Das ist, sagen wir, schon an der Grenze. Da steht drin befristet. Sodass das ganze Bitkom-Papier und was Frau Friedrich gesagt hat,
kontinuierlich und dauerhaft, können Sie vergessen. Dann kann man es vielleicht noch einmal verlängern, vielleicht, aber dann ist verfassungsrechtlich Schluss. So, also die, für die Frage, was will man eigentlich jetzt gemeinsam machen, muss vorher klar sein, wie groß ist der Spielraum, über den man reden will. Relativ schnell sollte mit als erstes auf die Tagesordnung. Ja, was die Kommunen angeht, will ich gerne sagen, ich bin kein großer Freund davon, dass wir überhaupt getrennte Schulträgerschaften haben von den Kommunen und den Ländern. Ob man das ändert, ist auch eine sehr große Baustelle. Man kann das dadurch ein bisschen überbrücken, indem man die Schulleitungen stärkt. Die Schulleitungen müssen Freiheit haben, die Schulleitungen müssen Vorgesetzte aller Beteiligten sein. Sonst können sie auch, Herr Rabe, nicht einen guten Ganztag organisieren, wenn nicht die Schulleitung sozusagen das Heft des Handelns in der Hand hat. Und die Schulleitung muss entlastet werden, wie ich das gesagt habe. Ich teile, was Herr Rabe gesagt hat, die Baustelle ist riesengroß. Man kann das nicht über Nacht ändern. Die Beharrungskräfte sind sehr groß, auch übrigens bei den Eltern. Die Eltern sind oft sehr egoistisch und denken nicht an das System, denken an ihren kleinen Fritz, der möglichst dringend Medizin studieren muss. Und trotzdem, wenn man jetzt anfängt und weiß, dass es eine große Aufgabe ist, wie nach dem PISA-Schock, so einen Ruck brauchen wir, so eine Kultur der Zusammenarbeit, dann kann es was werden, aber auch nur dann. Es braucht einen Ruck und Sie haben auch noch mal gesagt, und das Stichwort möchte ich aufgreifen, es muss, die Schulleitungen müssen gestärkt werden. Frau Fiedrich, die Cornesen hat erst kürzlich die Schulleitungsstudie herausgebracht, wo sie auch wichtige Erkenntnisse auch zu der Frage haben, wie die Mittel aus einem potenziell vielleicht auch Nachfolgemodell des Digitalpakt Schule verwendet werden sollen. Da sagen zum Beispiel auch 62%, dass sie die gerne in die Anschaffung von Lernsoftware auch tatsächlich investieren würden. Welche weiteren Lehren ziehen Sie und wie können wir eben da auch Schulleitungen mitdenken bei der Digitalisierung des Schulbereichs? Herr Thomas, Sie sagten es gerade schon, die Schulleitungen sind essentiell wichtig. Und die Schulleitungen haben in der Autonomie, wenn man sie ihnen gibt, eine sehr gute Vorstellung davon, was sie auch machen wollen und was sie machen würden, um Stück für Stück stärker auch in die Digitalisierung zu gehen. Wir haben zum Beispiel auch nochmal, ein anderer Wert ist, dass 86% der Schulleitungen sprechen sich dafür aus, digitale Anwendungen auch für die individuelle Förderung zu nutzen. Auch da können digitale Bildungsmedien tatsächlich im Einsatz auch die Bildungsgerechtigkeit wiederherstellen, um stärker den individuellen Schüler und die individuelle Schülerin tatsächlich zu fördern. Und die Schulleitungen haben ein sehr gutes Gespür eigentlich, was sie gerne machen würden. Aber sie sagen auch, dass die Unterstützung brauchen, bezogen auf die Reduzierung der Verwaltungsaufwände, dass mehr Zeit auch wieder zur Verfügung steht für die didaktische Planung. Eine Digitalisierung, man legt nicht einfach nur den Schalter um und sagt, das gesamte Kollegium muss jetzt von heute auf morgen im Unterricht anders gestalten. Da müssen Ideen her, da müssen Unterrichtsgestaltung her. Didaktische Abläufe müssen anders sein. Und all das, dafür bleibt keine Zeit. Und das ist eigentlich für ein Lehrerkollegium und die Schulleitungen die Kernaufgabe, nämlich Unterricht zu gestalten. Und all das haben die Schulleitungen tatsächlich uns gesagt und haben ein gutes Gespür dafür. Aber auch nochmal zum Thema Lehrkräftefortbildung, auch nochmal die Untermauerung des bereits Gesagten. Auch 71% der Schulleitungen sagen, sie brauchen mehr Investitionen in die Fortbildung. Und zwar auch in die didaktische Fortbildung, wie mit digitalisierten oder digitalen Medien im Unterricht umgegangen wird in der Zukunft. Also insofern geht es auch nochmal die Brücke zurück zum Digitalpakt und den Verhandlungen auch in die Richtung Digitalpakt 2.0. Auch darum, welche Weichen man stellt, um den Schulleitungen nicht nur die Autonomie, aber auch die Entlastung zu geben. Und mit der Entlastung dann auch den Freiraum zu schaffen, wie beschaffe ich denn schneller, niederschwelliger das, was ich für einen guten Unterricht brauche. Das sind Erkenntnisse, die wir von Schulleitungen haben. Insgesamt ist es ja wichtig, dass wir auch wirklich evidenzbasiert auch aus den Fehlern lernen, das Digitalpakt Schule und alles Weitere besser aufstellen. Herr Brandenburg, Teil der Bund-Länder-Vereinbarung 2019 war auch eine Evaluation, ein Zwischenbericht, ein Abschlussbericht durch wissenschaftliche Dritte. Das steht noch aus. Aber welche Erkenntnisse haben Sie in Ihrem Haus vielleicht auch von den Statuskonferenz und weiteren Berichten? Welche Lehren ziehen wir aus dem Digitalpakt Schule?
Ja, also im Detail wird ja gerade das besprochen und in der Tat auch bei der Statuskonferenz im vergangenen Sommer ist da einiges nochmal sehr deutlich geworden. Ich glaube, in Summe kann man sagen, dass der Digitalpakt in den letzten Jahren sicher sehr stark dazu beigetragen hat, nachdem das jahrzehntelang in Deutschland eher nicht so das schnellste Thema war, andere Länder da schneller und früher als wir unterwegs waren, die Frage der technischen Ausstattung in der Fläche stark voranzubringen. Da gibt es allerdings noch große Unterschiede. Wir sehen, dass oftmals auch insbesondere kleine Schulen und kleine Schulträger, insbesondere da, wo Medienentwicklungskonzepte nicht bereits vorhanden waren oder Ähnliches, oftmals höheren Beratungsbedarf nochmal hatten, während andere da etwas früher starten konnten. Also das sind Dinge, die man auch im Detail dann an vielen Stellen sieht. Aber die große Herausforderung, das möchte ich nochmal betonen, neben der Frage, wie kriegen wir das dauerhaft mit der Technik hin, ist wirklich die Frage, was passiert eigentlich damit im Unterricht? Und wenn wir da nicht wirklich systematisch gemeinsam mit allen Ebenen, allen Beteiligten an die Frage Lehrkräftequalifizierung rangehen, an die Frage, wie können auch neue Lehr- und Lernkonzepte mit integriert werden, die Frage Datenschutz, die uns alle gemeinsam beschäftigt. Auch ein großer Fan dieser länderübergreifenden Vorhaben, da ist viel Potenzial auch drin, viel, was sich jetzt auch in den letzten Monaten insbesondere nochmal entwickelt hat. Da gab es ja am Anfang sehr skeptische Stimmen, aber das zeigt ja, dass man auch länderübergreifend, bundesweit, ohne dass man jetzt die Kultushoheit auf Bundesebene übertragen müsste, sondern wirklich im bestehenden föderalen System an ganz vielen Stellen entsprechende Synergien heben kann. Und ich glaube, das müssen wir einfach in den nächsten Schritten sehr viel stärker als das zu Beginn beim Aufsetzen des Digitalpakt 1.0 der Fall war, sehr viel stärker in den Fokus rücken. Es ist nichts gewonnen, wenn am Ende derselbe Unterricht nur mit digitalen Geräten stattfindet, sondern wir müssen tatsächlich die Zukunftskompetenzen, die Rolle spielen, dabei. Also ja, einerseits, ich finde es gut, wenn jeder Schüler mal im Laufe der Schullaufbahn irgendwas mal programmiert hat, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber eigentlich alles andere drumherum. Wie können wir digitale Lehr- und Lernmittel auch besser nutzen, um klassische Kompetenzen besser zu vermitteln? Welche Kompetenzen spielen darum her eine Rolle? Resilienz, Kreativität, Problemlösungsfähigkeit, beispielsweise auch Medienkompetenz. Woran erkenne ich, wenn ich jetzt irgendwas in den sozialen Medien lese, ob die Quelle vertrauenswürdig ist oder nicht? Das sind doch alles Fragen, die für zukunftsfähigen digitalen Unterricht sehr viel entscheidender sind als allein die Technik. Beides muss gewährleistet sein, aber der Fokus, der darf am Ende auch bei diesem Digitalpakt 2.0 nicht alleine auf der Technik liegen. Und da brauchen wir eben eine gute Aufgabenteilung. Das hätte Messier, würde ich übrigens auch nochmal ergänzen, das muss nicht zwangsläufig eine Grundgesetzänderung sein. Sie wissen, wir haben da viel Fantasien und auch Vorschläge, aber möglicherweise gibt es ja auch im bestehenden Grundgesetz, in der föderalen und aktuellen Verfassungsordnung, Möglichkeiten, da besser zusammenzuarbeiten und aus dem, was wir jetzt erlebt haben in den letzten Jahren, eben zu lernen. Ich habe nur gesagt, Sie sollten versuchen, relativ früh diese Frage, nehmen wir das jedenfalls in den Blick oder nicht, besprechen. Das ist eigentlich nur meine Anregung. Genau. Vielen Dank, Herr de Maizière. Das war nochmal der Appell, da auch schnell drauf einzugehen und das zu regeln. Herr Brandenburg hat es angesprochen, wie wichtig auch länderübergreifende Vergleichbarkeit ist. Hat auch Stichwort Datenschutz genannt, anderes. Es gibt ja oft den Kritikpunkt Flickenteppich in Deutschland. Wir hatten jetzt gerade beim Digitalpakt Schule auch unterschiedliche Antragsverfahren, was die Fördermittel angeht. Es gibt keine einheitlichen Mindeststandards, was auch die Ausstattung von Schulen angeht. Da vielleicht, Herr Rabe, an Sie die Frage, ist der Digitalpakt oder wäre der Digitalpakt 2.0 jetzt nicht auch eine Chance zu sagen, wir einigen uns auf bundesweit einheitliche Mindeststandards, so sollen unsere Bildungseinrichtungen mindestens technisch ausgestattet sein, dafür stellen wir Gelder zur Verfügung und wir haben auch ein aufeinander abgestimmtes Antragsverfahren für die Gelder. Ja, ich kann dazu gleich Stellung nehmen, würde aber gern noch ein paar andere Dinge kurz aufgreifen. Erstens, ob wir das Grundgesetz ändern oder nicht, ist entschieden. Würden wir es ändern wollen, hätten wir es in den Koalitionsvertrag geschrieben. Es ist nicht meine Sache, das jetzt zu erklären. Ich bin ein Teil des Koalitionsvertrages, genau wie Jens Brandenburg. Jens Brandenburg und ich haben ja beide auch den Teil der Bildung miteinander verhandelt. Da wurde darüber diskutiert. Es wurde auf der Ebene der Parteivorsitzenden eine Abstimmung vorgenommen. Es gibt keine Grundgesetzänderung. Man kann allerdings auch mit den jetzt bestehenden Rahmenbedingungen durchaus tüchtig
was machen, sogar Besseres, als wir bisher hatten. Vor dem Hintergrund wäre es müßig zu diskutieren, was wäre, hätten wir die Grundgesetzänderung, wo könnten wir vielleicht noch besser handeln, kann alles sein, aber würde uns Zeit rauben. Wir haben eigentlich einen Rahmen gesetzt bekommen und innerhalb dieses Rahmens gilt es jetzt zu handeln. Das ist der erste Punkt. Der zweite, ich warne davor, so zu tun, als ob die Schulleitung der Retter der Probleme wäre. Das kann ich in Hamburg ganz ausdrücklich nicht bestätigen, obwohl wir sehr viele Schulleitungen haben, die extrem tüchtig sind. In Hamburg haben Schulleitungen größtmögliche Freiheiten. Mehr als in jedem anderen Bundesland. Das wird eigentlich von jeder wissenschaftlichen Untersuchung immer wieder bestätigt. Aber wenn wir das so tun, dann werden wir damit leben müssen, dass in der einen Schule das Lernprogramm iSurf läuft, in der anderen Schule macht man ein anderes Projekt, in der dritten läuft It's Learning und die vierte hat noch wieder was anderes. Das heißt auch, dass überall verschiedene Ausstattung sein wird. Der eine setzt auf Samsung, der zweite auf Apple, der dritte hat wieder andere Programme. Das muss man alles auch wissen, das würde dann passieren. Wir hatten genau das in Hamburg als Schwierigkeit. Weil wir nämlich den Schulleitungen vorher schon so viele Möglichkeiten gegeben hatten, hatten wir Schulen, die waren kilometerweit vorangegangen bei der Digitalisierung und andere, die noch gar nicht angefangen hatten, sich noch nicht mal damit beschäftigt hatten, die vielleicht auch überfordert waren bei einigen Punkten. Und jetzt war plötzlich der Anspruch, das muss überall nach den gleichen Rahmenbedingungen laufen. Das ist nicht mehr herstellbar in meinem Bundesland. Und zwar schlicht deshalb, weil wir so viel Freiheiten gelassen haben. Und da sind jetzt Schulen mit 1500 Schülern und 120 Lehrern, die machen seit 6 Jahren das Programm It's Learning. Und ehrlicherweise, wenn ich das sage, wir haben jetzt aber iSurf gekauft, dann ist richtig was los. Und deswegen muss man erstmal das mitdenken. Und einen zweiten Punkt will ich auch nochmal erwähnen. Natürlich haben wir großartige Schulleitungen, aber nicht jeder ist ein großartiger Digitalisierer von denen. Einige sind Profis im Ganztag, andere sind Profis beim Thema zukünftige Bildung, vielleicht fächerübergreifende Unterricht. Da hat jeder seine Baustellen. Aber das heißt nicht, dass sie alle Profis sind bei der Digitalisierung. Und denken Sie daran, mein Bundesland hat noch recht große Schulen. Die durchschnittliche Grundschule in meinen Nachbarbundesländern hat 100 Schüler, 120 Schüler. Da sind 5 Lehrkräfte. Dass da ein super Digitalisierer dabei wäre, das wäre schon ein Zufall. Ich glaube, die Schulleitungen sind extrem wichtig und wir müssen sie fördern und mitnehmen. Aber die Hoffnung zu haben, dass sie es alleine reißen würden, die geht aus meiner Sicht doch zu weit. Und jetzt kommt zum Schluss Ihre Frage. Ja, ich finde, wir müssen uns bei vielen Dingen auf Standards einigen. Ich hatte das auch schon in den Koalitionsverhandlungen angeregt. Zum Beispiel, wenn man sagt, der Bund stellt jetzt X Geld zur Verfügung. Was kann man damit machen in der Ausstattung? Heißt das in jedem Unterrichtsraum eine digitale Tafel? Ich bin unbedingt dafür, muss dringend kommen. Heißt das, ein bestimmter Anteil von Schülern hat diese Laptops oder Tablets oder sonst was? Heißt das bestimmte Anforderungen an Programme? Das sind Dinge, die wir erörtern müssen. Und wir können auch noch weitergehen und auch über pädagogische Fragen reden. Damit die Lehrkräfte es auch im Unterricht anwenden, haben wir beispielsweise in Hamburg vor, dass ein Teil der Klausuren, die ja in jedem Bildungsplan fest verankert sind, künftig nur geschrieben werden dürfen, wenn in der Klausur selber auch der Computer benutzt werden muss. Hm. Das müssen Lehrer durchdenken. Es ist nicht sozusagen die Speerspitze der Lösung. Es ist aber ein Baustein, der dazu führt, dass auch in die pädagogischen Prozesse Digitalisierung selbstverständlich eingebunden wird. Auf solche Standards kann man sich durchaus verständigen, mit mir jedenfalls in jedem Fall. Und wenn Herr Brandenburg ganz charmant ist, dann nehmen wir vielleicht auch die Bayern noch mit. Sehr schön. Wir sind gespannt, wie da die Überzeugungsarbeit läuft. Ich muss auf die Uhr schauen. Gerne hätte ich da auch noch mal Herrn de Maizière zum Thema verantwortete Freiheit von Schulen. Vielleicht wollen Sie ganz kurz noch darauf eingehen und dann gehen wir in eine Abschlussrunde. Sie hatten das ja gefordert, mehr verantwortete Freiheit für Schulen. Was sagen Sie zu dem, was Herr Raabe sagt? Also zunächst mal finde ich das ein klares Wort, das gesagt wird, es gibt keine Grundgesetzänderung, das spart Zeit. Ich finde es nicht schön, aber das ist dann so. Nur, dann ist der Instrumentenkasten kleiner, auch wenn sie ziemlich viel Fantasie entwickeln. Das muss man halt nur wissen. Und das muss man denen außerhalb derer, die sich mit dem Grundgesetz beschäftigen, dann mal sagen. Das ist einfach dann kompliziert. Jetzt zu der anderen Frage. Wir haben in der Tat von verantworteter Freiheit gesprochen, nicht von Autonomie. Ich finde, dass den Begriff Autonomie der Schulleitung oder der Schule falsch. Nach dem Grundgesetz steht ganz klar drin, das gesamte Schulwesen steht unter Aufsicht des Staates. Man kann sich nicht selbst seine Gesetze geben.
Aber verantwortete Freiheit ist nicht Autonomie, aber dass dort selbst viel entschieden wird. Dann hat der Herr Rabe völlig recht, dann sind die Wege, die Ästhetik, die Didaktik, die Mittel, die sind unterschiedlich. Deswegen bin ich auch gegen so eine Zertifizierung digitaler Bildungsinhalte. Das ist eine Riesenbürokratie, dauert ewig. Lieber negativ sagen, wenn die Länder sagen, ihr dürft alles benutzen außer ABC, dann wird es ganz anders, als wenn man sagt, ihr dürft nur benutzen ABC. Natürlich brauchen Schulleitungen Hilfe, aber natürlich ist es auch ein Unterschied, ob ich eine kleine Grundschule bin oder ob ich ein Gesamtschulzentrum habe mit 2000 Schülern. Das ist alles wahr, aber die Richtung muss so sein. Und dazu gehört, und das haben wir in unserem Papier geschrieben, das können die Schulleitungen nicht alleine selber machen, sondern sie müssen, wie in fast allen anderen Staaten, und die Privatschulen haben, sie müssen von der Verwaltung entlastet werden. Ob wir die dann IT-Administratoren, ob wir die Verwaltungsmanager nennen, ob das eine oder zwei Personen, das ist völlig nachrangig, hängt von der Größe ab. Aber die Schulleitungen müssen, wie Frau Friedrich das gesagt hat, sich im Unterricht kümmern und das andere müssen möglichst andere tun. Ich weiß, das ist leicht gesagt, schwer gemacht. Wer bezahlt die dann, der Schulträger oder das Land? Das ist alles kompliziert, aber die Richtung, in diese sollte es gehen. Um die soll es gehen. Ja, vielen Dank, Herr de Maizière. Wir sind wir sind am Ende unserer Diskussion. Und zum Abschluss noch mal eine schnelle Runde. Da ist Ihr politischer Optimismus sozusagen gefragt im Sinne einer Ampel. Das passt in die aktuelle Legislaturperiode besonders gut. Schaltet Ihre Ampel auf Grün, Gelb oder Rot, wenn es um die Frage geht, dass wir im nächsten Jahr einen Digitalpakt 2.0 kriegen oder umgesetzt kriegen, der wirklich umkrempelt. Herr Brandenburg. Ja, das wüsste ich auch mal gerne. Da das von vielen weiteren Gesprächen abhängt, würde ich erst mal sehen, wie die Verkehrslage ist. Okay, die Verkehrslage beachten. Frau Friedrich. Digitalpakt 2.0 würden wir uns wünschen, auch die Bildungswirtschaft tatsächlich mit an den Tisch zu holen. Wir können sehr viel Expertise mit einbringen und wir würden uns wünschen, an der Stelle auch die Anforderungen der Schulen, die wir sehr nah und sehr gut kennen, auch mit einbringen zu können, wie wir Tempo machen können, auch der Digitalpakt 2.0 und zweitens auch über sehr viel mehr Inhalte nachdenken auf der Hardware aus dem Digitalpakt 1.0 und dann schaltet die Ampel auf Grün. Okay. Wunderbar. Herr Rabe, bitte um kurze Antwort. Ich drücke die Daumen, dass wir nächstes Jahr den Digitalpakt 2.0 überhaupt bekommen. Es gibt auch Signale, dass er ein Jahr später kommt. Das wäre schade, weil dann der Anschluss an den vorangehenden Digitalpakt nicht ermöglicht ist. Ich setze mich dafür ein, dass er 2024 lückenlos anschließt. Zweitens, ich sage sehr klar, er wird nicht umkrempeln. Ich möchte auch von den Begriffen her nochmal sagen, man kann möglicherweise mein Büro umkrempeln. Ich kann zu Hause mein Familienleben vielleicht umkrempeln. Aber ich kann nicht 11 Millionen Beteiligte umkrempeln. Die Entwicklung eines Schulsystems, damit es vernünftig wird, ist eine evolutionäre Entwicklung und keine Revolution. Bei solchen Begriffen bin ich daher zu zögern. Da würde ich eher auf Rot schalten. Die anderen Dinge gerne auf Grün. Alles klar. Und Herr de Maizière zum Abschluss. Ja, gerne Grün, aber nur als Teil eines gemeinsamen Weges, der entschlossen, wenn auch nicht revolutionär begonnen werden muss. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank Ihnen vier, Herr Brandenburg, Frau Friedrich, Herr de Maizière und Herr Rabe, für diese spannende Diskussion zum Digitalpakt 2.0. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und bei unserer Bildungskonferenz dabei waren. Auf Wiedersehen.